Hallöchen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht. Und ja, es steht ja immer noch der zweite Teil meines Monatsupdates für den Dezember aus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und wir starten mit den Tokyo Pop Neuheiten, die ich mir selbstverständlich im Dezember auch gekauft habe. Den Anfang macht My Magic Fridays Band 4, den ich noch nicht gelesen habe. Um ehrlich zu sein, sagt mir die Reihe noch nicht mal sonderlich zu, aber da die vorherige Reihe, Prinzessin Sakura von Arina Tanemura, auch schon nicht so meins war, habe ich mir gedacht, ich gebe der Reihe vielleicht doch noch eine kleine Chance. Trotz allem könnte ich bei jedem Band kotzen, den ich lese. Also, ich habe den vierten ja jetzt noch nicht gelesen, aber wenn sich das so weiterentwickelt, weiß ich nicht, ob ich und mein Magen das noch weiter aushält, diese Reihe zu lesen. Ja. Weiter geht es mit Kamisama Kiss Band 14 schon. Schon, kann man das so sagen. Da sind immer wunderschöne Farbseiten drin, wie ich finde. Ich hoffe, das Licht ist nicht zu hell, dass man das gar nicht sehen kann. Ich weiß es nicht. Und ja, ich freue mich auf den 14. Band. Ich habe ihn ebenfalls noch nicht gelesen. Wie gesagt, ich war sehr faul. Habe ich ja schon erwähnt. Ich bin mega faul in letzter Zeit. Weiter mit den Ungelesenen. Und zwar zum einen Gute Nacht Pun Pun Band 8. Ich glaube, ich erwähne es jedes Mal, wenn ich ein Band von Gute Nacht Punpun Pun in der Hand habe, dass es ein Manga ist für den einen oder anderen, der eventuell mal was Neues ausprobieren möchte. Denn es ist schon eine etwas andere Reihe, die dennoch extrem gut ist. Mir gefällt die Reihe sehr gut. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Wie bereits erwähnt, alle, die mal was Neues ausprobieren wollen, möchten, die da Lust drauf haben, greift einfach mal zu Gute Nacht, Punpun. Weiter mit den Ungelesenen. Das wäre zum einen Brynhildet in the Darkness Band 6, der sogar noch eingeschweißt ist, weshalb ich dazu absolut gar nichts sagen kann. Und zu meiner Schande habe ich Magical Girl of the End Band 2 ebenfalls noch nicht gelesen. Ich gehe gleich in die Ecke. Ich gehe gleich in die Ecke und schäme mich und ich nehme den Manga gleich mit. Kommen wir nun zu den Manga, die ich schon gelesen habe. Und zwar zum einen eine Neuneuheit von Kusuo Shiba. Liebe Küsse Körper. Ich muss sagen, mir hat der erste Band richtig gut gefallen. Das war diese dumme Karte, die da rausgefallen ist. Hier ist leider, Gottes Namen, keine Farbseite. Und die erste Seite ist dasselbe Bild wie das Cover. Und auch diese Seite hier ist leider nicht in Farbe. Tokyo Pop, was soll das? Ich freue mich auf den zweiten Band und ich zeige euch gleich noch diese nette Schokokarte. Heißt die so? Shoujo-Schokokarte, die da drinne war. Und zwar wäre das einmal diese hier. Ist ja auch ganz nett. Die nächsten drei Bände sind drei Abschlussbände und von zweien fällt es mir doch sehr schwer, sich zu trennen. Zum einen wäre das Switch Girl Band 25. Es ist jetzt vorbei, es ist Schluss. Es war ein wunderschönes Ende, wie ich fand. Ich war sehr zufrieden mit der Reihe. Was anderes kann ich nicht sagen. Es hat Spaß gemacht. Es war vor allen Dingen sehr lustig. Sprich, eine Reihe für Romance wie Comedy-Fans. Unbedingt mal reinschauen. Kommen wir zum nächsten Abschlussband. Und zwar Fetishberry Band 5. Auch von Fetishberry fällt es mir wahnsinnig schwer, mich irgendwie zu verabschieden, da ich von dem ersten Band doch sehr positiv überrascht war. Ja, jetzt ist es mit Band 5 leider schon vorbei. Es war ein sehr schönes Ende. Es ist auch noch eine kleine Zusatzstory hinten drin. Zwar jetzt nicht zu Fetishberry selber, sondern so eine kleine Bonus-Extra-Story, die auch ganz nett war, aber ich weiß nicht, was ich euch sagen soll. Sie war ganz nett. Der letzte Abschlussband ist die Farben des Windes, Band 2. Leider Gottes Namen hatte das ganze Jahr nur zwei Bände. Wo ich nochmal drauf aufmerksam machen möchte, ist, dass der Manga komplett in Farbe ist, wie der erste auch schon. Und ich fand die Story echt toll. Sie war wunderschön. Mit dem Ende war ich so,
mehr oder weniger zufrieden? Falls ihr diesen Manga hier auch habt, würde mich das wahnsinnig interessieren, wie ihr das Ende fandet. Ich war nicht so ganz zufrieden. Es ist ein schönes Ende, es war ein ganz nettes Ende, aber irgendwie wollte ich mehr. Ich kann euch es nicht erklären. Es war eine tolle Reihe in diesen zwei Bänden, die man sich ganz getrost mal kaufen kann. Ebenfalls gelesen habe ich schon von 5 bis 9 Band 8. Ich mag die Reihe echt sehr, 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 sehr gern. Es ist eine Romance-Reihe. Ich würde sagen, eher für ältere Leser. Ich habe von vielen schon gehört, dass sie die Zeichnungen nicht so schön finden. Ich finde allerdings, dass es recht solide Zeichnungen sind. Also ich finde sie ganz nett. Was für die Romance-Fans. Und zum Abschluss sage ich jetzt mal der Tokyopop-Neuheiten. Kommen wir zu ganz verschieden gleich Band 3, ein Boys Love, vielleicht unschwer zu erkennen, den ich auch echt toll finde. Ich mochte die beiden Bände davor schon wahnsinnig. Auch der dritte Band war gut. Hier sind auch wieder ein paar Bonus-Stories drin. Ich glaube, es waren zwei oder waren es sogar drei. Ich bin mir nicht sicher. Ein sehr, sehr schöner Boys Love. Was für die Boys Love-Fans. Da müsst ihr unbedingt mal reingucken, weil die beiden hier vorne, die sind echt witzig teilweise. Kommen wir nun zu Carlsen. Und zwar fangen wir dieses Mal mit denen an, die ich schon gelesen habe. Wir fangen an mit einem Einzelband von der lieben Kokoda Fujiwara. Und jetzt wissen viele wahrscheinlich, wovon ich rede. Und zwar The Lady and Her Diamond Butler. Ein Einzelband mit mehreren Kurzgeschichten, wo ich sagen muss, dass man den nicht unbedingt haben muss. Die einzige Kurzgeschichte, die ich gut fand, war meines Erachtens nach die letzte. Ja, die mit dem Fotografen. Und die anderen sind jetzt alle nichts wahnsinnig Weltbewegendes. Dementsprechend vielleicht nur was für die Kokoda Fujiwara-Fans, aber jetzt storytechnisch fand ich den jetzt nicht so wahnsinnig berauschend, dass man ihn unbedingt haben muss. Wie gesagt, mir hat die letzte Geschichte am besten gefallen und auch hier würde mich das wahnsinnig interessieren, falls ihr ihn schon habt und gelesen haben solltet, welche Kurzgeschichte ihr denn am besten fandet. Kommen wir nun zu einer weiteren Neuheit. Allerdings der erste Band. Ich habe ihn gelesen, als ich nach Hamburg gefahren bin und ich war mega begeistert. Ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Band. Ich bin super gespannt, wie das Ganze weitergeht und ob die Polizei ihn wirklich findet oder nicht. Es geht um den Mann hier vorne auf dem Cover. Er gestaltet Webvideos, wo er ankündigt, Verbrecher, die seines Erachtens nach nicht genug gebüßt haben, noch einmal zu bestrafen. Ich bin mega gespannt, ob die Polizei ihn schnappt oder nicht und wie viele Webvideos er noch hochlädt. Meines Erachtens nach auch mit Mystery-Anteil. Carlsen schiebt das hier ins Genre Action, was ich zum Teil auch ein bisschen nachvollziehen kann, aber auch was für Mystery-Fans meines Erachtens nach. Das Artwork ist jetzt nicht wahnsinnig spektakulär, aber es passt irgendwie zu der Reihe. Ich kann euch nur raten, hier einmal reinzuschauen, je nachdem, ob ihr auf Mystery oder Action steht. Kommen wir nun zu einem Abschlussband und zwar Soul Eater Band 25. Ja, Soul Eater ist jetzt leider, leider vorbei. Das heißt, ich bin gar nicht so traurig, weil ich mega zufrieden mit dem Ende bin. Ich war mega zufrieden mit dem Verlauf der Reihe und ich habe nichts zu meckern, nichts zu mäkeln. Ich bin ganz einfach schlichtweg zufrieden. Dass das funktioniert, das hätte fast keiner gedacht, ne? Nein, ich bin wahnsinnig zufrieden mit Soul Eater und bin ganz gespannt, wie ihr das Ende so fandet. Wart ihr auch so zufrieden wie ich? Wehe, wenn nicht. Nein, Quatsch. Schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Kommen wir zu guter Letzt zu zwei Bänden, die ich noch nicht gelesen habe. Und zwar wäre das zum einen Yamada Kun and the Seven Witches Band 4 und verkehrt rum, Black Butler Band 18. Und ich weiß gar nicht, ob ich die 17 schon gelesen habe. Deshalb kann ich dazu jetzt so gar nichts sagen.
Des Weiteren habe ich ja meine Sammlung mal wieder ein bisschen aussortiert und getauscht oder verkauft. Und auch da habe ich ein paar nette Exemplare ertauscht. Und da kommen wir erstmal zu 100% Strawberry Band 1, der ganz lustig war. Ich nicht glaube, dass ich den weiter sammeln werde. Ich schätze mal, wenn ich in einem halben Jahr oder so wieder mal ausmiste, ist der garantiert dabei. Ebenfalls ertauscht meines Erachtens nach zusammen mit 100% Strawberry. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig und ich kann euch auch nicht sagen, gegen was ich getauscht habe, weil das habe ich schon wieder vergessen. Und zwar Dear Brother Band 1 und 2 und den fand ich richtig gut, dass ich mir Band 3 auch noch gekauft habe. Und der vierte kommt ja jetzt im Januar. Ich freue mich mega und ich habe ihn leider Gottes Namen nicht vorbestellt, weil ich meine Vorbestellung schon rausgeschickt hatte, bevor die guten Stücke hier bei mir angekommen sind. Und obwohl ich weiß, zu glauben, wie das ausgeht, finde ich die Reihe total amüsant. Ich glaube, die ist ja mit 5 Bänden abgeschlossen. Wenn nicht, steinigt mich in den Kommentaren. Ich finde es echt. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es passiert, dass sie mit diesem anderen Rechtsanwalt zusammenkommt, weil den finde ich unglaublich sympathisch. Aber ich glaube, es wird doch der da. Ebenfalls getauscht habe ich Love Mode 1 bis 11, die ich jetzt euch nicht alle einzeln zeigen werde, aber ich werde gleich mal in einen reinblättern. Die ich schon gelesen habe, ist übrigens Boys Love. Und es hat mega Spaß gemacht, die Reihe zu lesen. Was anderes kann ich nicht sagen. Ist so ähnlich aufgebaut wie Junjo Romantica. Also es sind so einzelne Kapitel. Und es kommen auch andere Paare drin vor. Und mir hat die Reihe dennoch total Spaß gemacht. Und ich war auch hier mit dem Ende total zufrieden. Dann ging es ja auf Weihnachten zu. Und ich habe doch tatsächlich Post von Tokyo Pop bekommen zu Weihnachten. Und zwar habe ich eine wunderschöne Postkarte bekommen von Mysterial Books. Ich bin der Meinung, das sollten die zwei sein. Und hier steht halt drin, dass sie mir ein frohes neues Jahr wünschen und schöne Weihnachten. Fand ich ganz nett. Und dazu haben sie mir dieses nette Bloodlet-Portemonnaie. Ich weiß gar nicht mehr, zu was es das mal gab oder ob es das mal auf einer Buchmesse irgendwie gab, als irgendwelches, als Gimmick irgendwie. Das fand ich ganz nett. Dann ist vor Weihnachten noch was angekommen, was ihr eigentlich schon gesehen habt und ich es trotzdem nochmal mit ins Update nehme, weil ich mich so wahnsinnig gefreut habe, dass es doch noch vor Weihnachten angekommen ist. Ich rede von Kamo Band 1 und Match Spirit von Banzabo. Ich freue mich so auf die Leipziger Buchmesse, weil sie dann auch da sein wird, genau wie ihre Schwester. Ich freue mich einfach. Ich freue mich mega. Ja, was anderes kann ich euch nicht sagen. Ich war auch super begeistert und ich habe auch ein kleines, feines Extra-Video dazu gemacht. Aber ich glaube, da erzähle ich auch nicht viel mehr, außer dass ich begeistert war. Kurz vor Weihnachten, was kommt nach kurz vor Weihnachten? Dann kommt selbstverständlich Weihnachten. Zu Weihnachten selber habe ich Anime- und Manga-technisches jetzt was von Annie bekommen und zwar Wie der Wind sich hebt, das habe ich mir gewünscht, ein oder der letzte Film von Hayao Miyazaki, den ich noch nicht geguckt habe, da ich den mit Annie zusammenschauen will, was wahrscheinlich am 3. passiert, am 3.1., weil sie dann frei hat. Wir freuen uns schon. Ansonsten gab es für mich zu Weihnachten eine externe Festplatte und ein bisschen Süßkram und Geld und das war's schon fast. Also was Anime- und Manga-technisches brauche ich mir zu Weihnachten nicht zu wünschen, weil das schenkt mir keiner. Außer Annie. Ein Hoch auf Annie. Das war mein Weihnachten. Ja, vor kurzem war ich dann ja noch in Hamburg und auch da bin ich ein bisschen geldlos geworden. Und zwar beim G-Store, einem kleinen feinen Laden. Auch da gibt es ein Video zu, das könnte ich ja mal versuchen, hier irgendwo ins Video zu schmeißen. Kriege ich das hin? Sehen wir dann. Und zwar habe ich mir da zum einen mitgenommen Finder Band 1, ein Boys Love. Ich denke mal, das wissen alle, den ich auch schon gelesen habe. Und ja, zum Thema Finder ist da ja eher
das ist vielleicht so das erste Drittel von dem Manga. Und danach folgen so ein paar Kurzgeschichten, ich glaube zwei. Und dann kommt noch mal eine kleine Kurzgeschichte zu Finder selber. Aber es war ganz lecker und ansehnlich und was für Boys Love-Fans, die auch mal was sehen wollen. Was anderes kann ich da gar nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass ich weitersammle. Es haperte bei mir ja immer daran, dass der erste Band nie da war. Und selbst bei Tokio Pop kann man ihn nicht bestellen. Jetzt hält mich nichts mehr auf. Des Weiteren habe ich beim G-Store auch noch was Gebrauchtes gefunden, weil die dort auch Secondhand-Manga anbieten. Und zwar School Rumble Band 1 bis 7 für 20 Euro. Und ich konnte nicht Nein sagen. Ich konnte absolut nicht Nein sagen. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich kenne die Reihe auch gar nicht, außer vom Hören. Es soll wohl sehr witzig sein. Ich lasse mich da einfach mal überraschen und werde bestimmt auch noch mal was von mir hören lassen, sobald ich sie gelesen habe. Auch wenn ich nicht weiß, ob ich die Reihe jemals zu Ende oder weiter sammeln werde, weil man da ja sehr, sehr schwer rankommt. Aber so hätte ich die Reihe dann wenigstens mal angelesen und kann was dazu erzählen oder auch nicht. Und ja. Zu guter Letzt war ich in Hamburg dann ja noch bei Presse und Buch, wo ich so gehofft hatte, dass ich den ein oder anderen Comic finde, den ich haben wollte. Und ich habe selbstverständlich Erfolg gehabt. Ich habe mir Ekel Spiegelwelten Band 2 geholt. Ich habe ihn noch nicht gelesen und oh Gott. Das Cover ist schon wieder so traumhaft schön. Darüber werde ich jetzt nicht so viel quatschen. Ich habe zu Ekel-Spiegelwelten Band 1 ja auch schon mal ein extra Video gemacht. Das könnte ich einfach mal in die Infobox schmeißen. Oder ich schmeiße es hier auch irgendwo hin. Je nachdem, ob ich das hinkriege. Ja, nach einem Comic war bei mir noch nicht Schluss. Ich habe noch einen zweiten gefunden, den ich leider noch nicht gelesen habe. Und zwar Endband 1. Mir hat das Cover so unglaublich gefallen. Und auch hinten der mehr oder weniger Klappentext hat mir sehr zugesagt. Ich bin gespannt, wie der so ist. Und sobald ich ihn gelesen habe, werde ich wohl auch hier nochmal ein extra Video zu machen. Ja, und dann war es das auch, was ich mir im Dezember gekauft habe. Meiner Meinung nach war es doch reichlich. Und wir sehen, hören uns dann nächste Woche. Tschüss!